Grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen und längst überfälligen LS19 Modsvorstellung. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann oder ob das überhaupt mir noch liegt. Ist lange her, muss ich ehrlich selber zugeben. Aber ich hatte wieder mal Bock drauf. Wer meine Modsvorstellung aus dem LS19 bereits kennt, der weiß, wenn ich beim Shop stehe, es geht um Fahrzeuge. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, sondern jumpen direkt rein unter Anhänger. Scrollen wir natürlich ganz runter. Logisch, Mods sind immer am Schluss und da haben wir Fliegel ASW 268, was nichts anderes heißt, es geht hier um einen Fliegelanhänger, ganz entsprechend gesagt. Was mir hier direkt auffällt im Shopbild, hier ist ein kleiner Schnitzer, sage ich jetzt mal, also nicht ganz sauber gemachtes Shopbild, ist meiner Meinung nach jetzt aber kein Punktabzug. Ansonsten ein schönes Bild wie auch die anderen, wie es sich gehört. Fliegel-Logo ist da natürlich Bezeichnung, haben wir eh schon gesagt. Hier ist der Grundpreis, wir werden genau dann ins Detail noch gehen. 45.000 Liter Faster, vermutlich auch in der Grundvariante. Ich habe mir bereits 4 Stück gekauft, was nichts anderes heißt. Ja, es gibt 4 verschiedene Varianten in dem Pack. Ruchzurten, ich sage einfach mal, das sind alle, die der LS19 zu bieten hat. Ja, bla bla bla, Text kennen wir. Dann gehen wir mal rein in den Hänger. Konfigurationsmöglichkeiten. Das erste Mal haben wir hier mal einen kleinen schicken Rundblick. Ja, sieht nach einem Anhänger aus, würde ich sagen. Auf alle Fälle schön gemacht. Die Texturen hier verzinkt, würde ich mal sagen. Sieht ganz stark danach aus. Dann das typische Fliegelgrün, würde ich sagen. Hier wurde auch natürlich nicht an Details gespart. Dazu später noch mehr. Wir haben von der Konfiguration diese Standvariante eben mit 35.000 Liter. Das wurde hier ja vorhin falsch angezeigt. Da stand ja 44. Dann haben wir hier noch die Miststreuervariante, die 32.000 Liter fasst. Finde ich persönlich auch ganz schick. Dann haben wir hier noch eine erweiterte Hängerkonfiguration. Nennen wir es mal so, die fast dann 44.000 Liter. Das ist jene, die auch im Shop angezeigt wurde. Und dann haben wir noch Precladi System. Ja, keine Ahnung, ist nicht korrekt übersetzt, ist aber einfach eine Überladewagenfunktion. Also auch hier als Überladewagen nutzbar, finde ich persönlich top. Mir gefallen solche Abschiebewagen sowieso am besten und am schönsten, muss ich auch ehrlich sagen. Und ja, okay, Übersetzungsfehler, sagen wir mal, ein Punkt Abzug. Und dann hier ja natürlich wieder die Standvariante. Reifenhersteller haben wir hier Trelleborg und Michelin, keine Ahnung, wie man es ausspricht, nach wie vor gehen da, glaube ich, die Meinungen auseinander. Sind die zwei Hersteller, die man auswählen kann für die Reifen. Einmal natürlich auch in Standard. Breitreifen, wer hätte es gedacht, sehen schon schick aus, dass ich sagen kann, meine Güte. Und hier noch Cargo. Cargo, XB, IB, was weiß der Geier was. Dürfte so eine andere Variante sein, der Michelin-Reifen. Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ist okay. Sehen auf alle Fälle auch schön aus, muss ich ehrlich dazu sagen. Und Abdeckung kann man auch noch wählen. Ja oder nein. Okay, wo ich mich natürlich jetzt ein bisschen frage, Abdeckung gibt es die bei allen Varianten? Nö, bei der Miststreuer nicht. Bei der erweiterten Kapazität auch nicht. Und bei dem Überladewagen-System auch nicht. Also nur in der kleinsten Variante mit Abdeckung sieht, finde ich, ein bisschen klobig aus. Dass hier so sein soll, ich weiß es nicht. Aber okay, eine Funktion mehr, ob man es braucht oder nicht, sei dahingestellt. Das ist definitiv auch hier von dieser Häckselklappe, was hier so durchleuchtet. Ist auch, ja, ist noch so ein Schönheitsfehler, da kann man vielleicht noch so einen halben Punkt, würde ich jetzt mal sagen, nochmal abziehen. Warum sage ich Punkte? Komme ich auch später im Video noch dazu. Gut, ich habe ja schon alle 4 Varianten gekauft und hier direkt beim Shop stehen die natürlich dann zur Verfügung. Ein Blick für die Details, gespart wurde nicht, sagen wir mal so. Ja, okay, hier könnte man ein bisschen streiten über die Zapfwelle. Das ist übrigens eben hier die Variante mit Überladewagenfunktion. Deswegen benötige ich auch hier einen Zapfwellenanschluss, um das Ganze zu betreiben. Das ist hier die größere Variante eben mit 44.000 Liter, hat normale Hydraulikanschlüsse, die Schläuche hier sind auch natürlich vorhanden. Kugelkopfanhängung übrigens bei allen Varianten. Hier nochmal auch mit Zapfwelle. Das ist dann die Miststreuervariante. Ist auch verständlich, warum das benötigt wird. Wie gesagt, das ist hier noch, die liegt so ein bisschen in der Deichsel drin. Da kann man jetzt vielleicht noch, ja, ist auch so eine Schönheitsgeschichte, wenn ihr mich fragt. Die Anschlüsse hier, okay, das geht hier auch. Die Schläuche hier gehen durchs Metall durch. Das ist meiner Meinung nach auch nicht so prickelnd. Wir koppeln den aber noch an. Vielleicht ändert sich das, wenn der angehängt ist, wenn die Schläuchsysteme angekoppelt sind. Ansonsten texturtechnisch meiner Meinung nach LS19 Standard. Solche Dinge finde ich persönlich sind sehr, sehr wichtig. Hinten auch schön Fliegellogo, Gigant, ASW, Abschiebewagen, ja, für alle, die es nicht wussten. Nein, doch. Natürlich hier Miststreuer und Überladefunktion. Finde ich ganz schick gemacht. Sieht auch gut aus. Funktionalität dürft ihr gerne selbst testen. Wir koppeln es noch an.
So, einmal angekoppelt, gucken wir mal, was passiert. Die Schläuche verbinden sich dementsprechend und es hängt auch dann nichts mehr in der Deichsel. Das ist auf alle Fälle schon mal schön. Ja, der Schlauch macht hier so ein bisschen Knick. Also es ist nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich LS19 Standard ist, aber so sieht es hier schön aus. Die Kappen zur Seite geklappt, bei den Anschlüssen super schön, würde ich sagen. Aber wenn man da hier fährt, gehen auch mit. Ja, okay, das ist auch, das darf Sprachenlernen Bubble. Finde ich so sein. Das lassen wir einfach so gelten, hätte ich gesagt. Das lassen wir einfach so gelten. Ist jetzt nicht ganz rein, aber okay, wenn der Unterlenker hier ein bisschen streift, denke ich nicht, dass das größte Problem sein sollte oder einen Punktabzug gewährt oder ist das, sollte da ein Punktabzug gegeben werden? Ich weiß es nicht. Möchte sein, ich würde keinen geben, dürft aber gerne mal in den Kommentaren mit abstimmen, ob ich das vielleicht zu streng mache oder ob das passt, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt. Und was natürlich noch fehlt, ist der Blick in die Lok. Die Lok sagt fehlerfrei. Die Warnings hier sind uninteressant, die haben nichts zu tun. Aber hier haben wir keinen Hinweis darauf, dass der Mod Fehler schmeißt. Wohlgemerkt bin ich jetzt hier im Singleplayer. Ich habe die Hänger allerdings auch schon auf dem Server draufgepackt. Hab bisher auch keinen Fehler geschmissen. Multiplayer-Garantie möchte ich an der Stelle aber nicht abgeben. Aber ich sag mal, es macht den Anschein, als würde es funktionieren. So, jetzt kommen wir zum Endresultat. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, wie wir die Modverstellungen, wenn ich jetzt wieder mehr mache, dementsprechend anders gestalten können. Ich sag der Punktabzug im Shop. Ja. Das heißt, statt 5 gibt es 4. Das haben wir so gesagt. Dann für die Lok gibt es volle Punktzahl, weil es keine Problemchen gibt. Funktionalität und Texturen gibt es auch, wie ich sagen würde, 4 von 5 Punkten. Warum 4 von 5? Die paar kleinen Fehler, sage ich jetzt mal, wie das hier mit der Zapfwelle, da sind wir streng, sage ich mal so. Trotzdem vergebe ich dann, weil der Gesamteindruck schön ist, 5 von 5. Der Rest ist alles, würde ich sagen, Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein bisschen mein Fazit dabei. Wie gesagt, ihr dürft gerne unten in die Kommentare abstimmen, wie ihr dazu denkt, ob das jetzt zu streng war. Weil ich möchte das ein bisschen ausprobieren, auch da mal so irgendwie da ein bisschen eine Bewertung mit reinbringen. Das machen ja sonst auch viele Modvorsteller, dass sie einfach im Ganzen ein bisschen Form geben mit Sternen, Punkten, irgendwie so. Bei mir werden es auch Sterne sein, ich habe jetzt Punkte gesagt. Aber auf alle Fälle Mod-Download-Link ist in der Videobeschreibung. Wünsche euch viel Spaß damit und würde sagen, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Ich brauche das nicht mehr machen mit oberhalb der Facecam. Ich habe eine Endcard. Genießt noch die Endcard und vielen Dank fürs Zuhören, beziehungsweise schauen wir mal. Ich freue mich auch auf euer Feedback, wie man die Modverstellung noch ein bisschen aufpeppen kann. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen in quasi schön machen. Einfach noch ein bisschen runderes Gesamtpaket. So, genug gelabert. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye.